So, Freunde der Nacht, moin moin, die Pfeiler hier, willkommen zu einem neuen Video. In dem heutigen Video möchte ich euch mal das Mitashi Classic Era Event vorstellen. Und zwar hat sich der gute Mitashi überlegt, ey, es wäre doch eine geile Idee, wenn man mal alle Streamer nehmen würde, die noch richtig Bock auf WoW Classic haben. Und da so ein geiles Event machen würde. Und das möchte ich euch heute mal vorstellen. Wir versuchen nämlich mit möglichst vielen deutschen, aber auch internationalen Streamern einen Classic Era Server wieder zum Leben zu erwecken. Kleiner Hinweis an der Stelle: Im Hintergrund läuft ein bisschen Arena Gameplay von mir. Ja, wir sind da am Rumfailen, aber gönnt euch gerne. Es ist dabei Mitashi, Pips, Trilltroll, ja, der trillige Troll, Brudi Völler, Peo ist scheinbar dabei und eventuell auch einige andere Größe, internationale oder deutsche Streamer. Von daher, es wird hoffentlich ein geiles Event werden. Ich bin sehr, sehr gespannt. Aber scheiß mal drauf, welche Streamer dabei sind. Es geht vor allem darum, dass quasi die Leute, die noch richtig Bock auf Classic haben, dass die Community aus dem WoW Classic-Bereich einfach die Möglichkeit hat, bei diesem Event mitzumachen und quasi auch Preise gewinnen kann. Ja? Also die allererste Gilde oder Raid-Gruppe, die Ragnaros legen wird, bekommt 1000 Euro. Die erste Gruppe, die Oni legen wird, bekommt 250 Euro. Und die erste Gruppe, die den Baron in Stressholm legen wird, bekommt 150 Euro. Von daher, man kann halt auch ja, was Geiles dabei gewinnen. Genau, jetzt will ich noch mal so ein bisschen meine eigene Meinung zu dem Event sagen, beziehungsweise was mir auch wichtig ist, was ihr davon erwarten könnt. Wir, natürlich wird es jetzt so quasi erstmal so von euch verstanden, ey, die versuchen da jetzt irgendwie Classic komplett zu kopieren, so in der Art, und den Launch nochmal zu haben, und dann haben wir nochmal 2 Jahre volle Action, bis Nax Ramas durcheiern. Nein, ne, ist uns natürlich vollkommen klar, wir können den Launch, so wie er im originalen Zustand war vor 2 Jahren, natürlich nicht wieder haben. Ja, das ist uns vollkommen klar. Es geht einfach nur darum, für 2, 3 Monate ein richtig geiles Event zu haben, wo möglichst viele Leute mitmachen können einfach. Und einfach Leuten, die aktuell quasi in Burning Crusade nicht so viel Freude haben, eine Plattform zu geben, wo sie quasi Classic spielen können. Dass wieder Gruppen gehen werden, dass man wieder, keine Ahnung, raiden gehen kann, mit seinen Leuten da chillen kann und einfach eine geile Zeit zu haben. Also das ist wirklich das primäre Ding von der Sache, ja. Und daher denkt jetzt nicht irgendwie, dass wir da komplett versuchen, den Server für die nächsten 2 Jahre am Leben zu halten. Es geht schon primär um diesen Event-Charakter, ja. Wenn natürlich dieser Server sich so entwickeln sollte, dass da, keine Ahnung, ein Jahr lang richtig fette Action sein wird, weil das wirklich so gut ankommt, dass irgendwie, wenn Peo 100.000 Fanboys ranholt irgendwie, dann freuen wir uns natürlich auch darüber, ja, nice to have so, aber es ist nicht der Anspruch von vornherein, ja. Deswegen, das ist mir schon wichtig, nicht, dass dann irgendwie Leute in 3, 4 Monaten enttäuscht oder so sind und denken, ey, wo seid ihr denn jetzt irgendwie, jetzt spielt ihr irgendwie wieder andere Spiele, also setzt das bitte nicht voraus, dass wir dann für immer auf diesen Servern bleiben werden, sondern es soll einfach ein geiles Event werden, wo die Leute jetzt ein paar Monate richtig ja, geilen Shit in Burning, in Classic machen können. Und das ist so das Hauptding, ja. Also bitte nicht falsch verstehen an der Stelle. Und das war mir einfach wichtig, dass ich jetzt so kommuniziere, und dann kann ich da auch voll hinterstehen, und dann finde ich es auch eine richtig, richtig gute Idee. So. Jetzt gehen wir nochmal so ein bisschen auf die Regeln drauf ein, denn ich weiß natürlich, die meisten Leute von euch, das allererste, das hat der gute Stevenio früher schon mal gesagt, das allererste, woran die Leute denken, ist immer, okay, wie kann ich am besten bescheißen, ja? Und deswegen sei erwähnt an der Stelle, ihr könnt, also es bringt nichts, wenn ihr jetzt anfangt, irgendwie auf sämtlichen Error-Servern einen Char zu leveln irgendwie und oder euch da schon irgendwie was hinzukopieren oder Gold oder hast du nicht gesehen und so weiter. Ja, es wird Regeln geben, und wer diese Regeln bricht, der wird auf die Blacklist ge gesetzt quasi, und der kann dann keine Preisgelder mehr gewinnen am Ende. Von daher, es bringt nichts, irgendwie zu verarschen, ja. Es werden natürlich trotzdem einige versuchen, aber ja, für dieses ganze Drama spielen wir ja Classic auch letztendlich, ne? Genau, also das Event beginnt natürlich bei Level 1 so, das heißt, man muss von Level 1 bis 60 hochleveln. Es zählen nur frisch erstellte Chars, wie gesagt. Es wird dann auch so eine Art Mechanismus kommen, wodurch quasi auch garantiert wird, dass euer Char wirklich erst am Sonntag quasi um 12 Uhr erstellt wird. Es bringt also nichts, sich vorher irgendwelche Chars zu erstellen, ja.
Boosting, Mob-Tagging, AOE-Grinding durch Higher-Level-Player und so weiter ist nicht erlaubt. Ihr dürft kein Gold kaufen, kein Gold traden und so weiter. Und genau, Preisgeld habe ich schon erwähnt. Ja, ihr müsst, wenn ihr jetzt quasi mit einem Raid Ragnaros killt oder so, dann müsst ihr quasi vorher klar machen, wer von eurer Raid-Gruppe den Preis entgegennimmt. Die Raids müssen alle gelockt und gestreamt werden. Ja, und das finde ich eigentlich auch eine geile Geschichte, weil dadurch wird quasi die ganze Sache auch transparenter und nachverfolgbarer, auch durch die Community. Ne? Das heißt, ich denke mal, es wird dann auch in dem Discord-Server dazu vielleicht so eine Art Anzeige geben, welche Gruppen gerade alle live sind irgendwie, dann kann man genau verfolgen, okay, welche Gruppe ist hier, welche Gruppe ist da, dann kann man eigentlich so ein bisschen wie bei diesem World First Race, dass man alles so mitverfolgen kann. Von daher finde ich das eigentlich echt eine geile Geschichte. Ja, Akku 20 und zur Gruppe darf man nicht machen. Also weder reingehen noch irgendwas looten. Er geht aber nicht rein in die Ini, fertig. Auch wichtig, keine World Boss erlaubt. Ja, also die ganzen Leute, die schon sich auf Spongeflower campen gefreut haben, ja, keine World Boss, Leute. Und Servertransfer ist auch nicht erlaubt, ja. Also nicht, ihr braucht nicht irgendwie mit irgendwelchen Chars rüberkommen und hast nicht gesehen und so weiter. Ja, das war es eigentlich schon im Groben. Und ich habe schon wieder von einigen Leuten gehört, ja, aber es ist ja jetzt wieder nur was für Hardcore-Spieler, die dann irgendwie da jetzt wieder in einer Woche Ragnaros legen wollen und dann die 1000 Euro mitnehmen. Und Leute, ihr müsst überlegen, ne? Das World First Race, ja, also Retail, World First Race, ist ja auch nur was für Hardcore-Spieler. Das gucken sich jedes Jahr Hunderttausende von Leuten an, ja. Von daher seht es doch einfach als geiles Event, wo man nicht unbedingt mitmachen muss, wo man sich aber einfach nur das Race anschauen kann. Aber man kann ja sogar mitmachen, im Vergleich zum World First Race, wo man ja eigentlich nicht mitmachen kann, weil man kann das nutzen einfach. Man kann auf dem Server sich einen Char erstellen. Man kann mitleveln, mitfiebern. Man kann vielleicht auch irgendwie so supporten, solange es quasi im Regelwerk erlaubt ist, so eine Art. Ihr könnt das nutzen, dass wieder in Dungeons gehen, vielleicht dass Gruppen gehen, dass irgendwie da Sachen gemacht werden. Keine Ahnung, was wir da alles machen werden. Genauere Infos, ja, welcher Server, ich weiß nicht, ich will nicht genau was zum Server sagen. Ich weiß nicht, inwiefern dazu was gesagt werden darf. Aber alle weiteren Details, Leute, werden nächste Woche Sonntag am 22.08. um 12 Uhr auf dem Twitch-Kanal von Metashi12 bekannt gegeben. Und joint auch auf seinen Discord-Server, habe ich auch oben in der Videobeschreibung verlinkt. Und ich würde sagen, das war's, oder? Ja, das war's. Ich habe Bock auf das Event, ich bin sehr gespannt. Mal gucken, ich werde auf jeden Fall einen Gnom leveln. Ich weiß noch nicht genau, welche Klasse. Vielleicht ein Warlock oder ein Mage, irgendein OP-Shit auf jeden Fall. Mal gucken. Ich bin sehr gespannt, freue mich drauf. Und schreibt mir gerne, wie immer, euer Feedback in die Kommentare. Was haltet ihr von dem Event? Irgendwie, was ist eure Meinung? Ich lese mir natürlich wie immer jeden Kommentar durch. Und in dem Sinne, bis zum nächsten Video. Euer Defiler, ciao!